News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Präsentiert von Ingenieurbüro Meier und der LVS LKW Vertriebs- und Service GmbH. Drei Fragen heute nach der Einheit an Shervin Rajabali Fadi. Er lächelt schon, aber man sieht es am T-Shirt auch. Es war wieder eine sehr intensive Einheit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir viel auch, bevor wir in die Spielform gegangen sind, ohne Ball gemacht. Viele Sprünge und das geht schon auf die Muskulatur und es anstrengt an. Jetzt bist du schon ein halbes Jahr bei uns. Kannst vielleicht ein kleines Resümee ziehen, wie du dich so wohlfühlst und wie es mit der Mannschaft so läuft und wo du vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial siehst? Ja, also erstmal fühle ich mich sehr wohl in Rostock und bin gut von der Mannschaft aufgenommen worden. Und so, ich denke, wir haben gesehen, dass die Hinrunde viel gezeigt hat bei uns. Wir hatten einige schlechte Spiele, aber wir haben, denke ich, auch vieles Gutes gezeigt. Und für die Rückrunde ist ganz klar, dass wir Konstanz in unsere Spiele reinbringen wollen und dass wir unsere Punkte regelmäßig einfahren. Shervin, letzte Frage. Das neue Jahr hat ja gerade begonnen. Was sind so die Vorsätze deiner persönlichen, vielleicht auch im privaten Bereich, aber auch mit dem FC Hansa Rostock? Ja, zunächst einmal wünsche ich mir natürlich, dass ich gesund und fit bleibe und mit der Mannschaft wollen wir eine gute Rückrunde spielen, viele Siege einfahren, mit den Fans feiern und mal schauen, was dann nach oben geht. Und ja, das ist so mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich denke, das sind gute Vorsätze, dann viel Spaß noch. Danke.